miteinander und herzlich willkommen zum Ärztemagazin hier auf TV Oberwallis. Die Sasermutter sollen besser vermarktet werden. Darum wollen die Schafhalter der Tourismus und die Stiftung Pro Spezia Rara enger zusammenarbeiten, für das Projekt zu verwirklichen. Der Walter Bellwald weiss mehr darüber. Die Sasermutter sind vom Aussterben bedroht. Darum will die Stiftung Pro Spezia Rara in Zusammenarbeit mit dem Schäfli- und Saastal-Tourismus die seltene Schafrasse besser vermarkten. Der Herbert Zurbrücke, einer von 28 Züchtern aus dem Saastal, findet das eine gute Idee. Wir haben mit dem jetzt eine Aufwertung bekommen, seit letztem Jahr. Das ist, wir sind in der ganzen Schweiz bekannt gekommen. Und ich hoffe, dass wir in einem Jahr, zwei jetzt völlig einen Erfolg werden haben. Eine von den häufigen Ideen wäre es, das Fleisch von Sasermutter besser zu vermarkten und im heimischen Gewerbe zu verkaufen. Klar, Hotelier, das ist eine Frage noch, wie das sich dort auswirken, weil wir hier noch, Sie sagen, wir haben das letzte Jahr erlebt, ich habe so Versammlung gehabt, dann hat Metzger selber gesagt, die Konkurrenz ist so gross. Sie können heute so billig Fleisch kaufen. Und was wir aber haben, ein Problem, wenn beim Schlachten, wir haben nicht die Gelegenheit, die Schafe so, oder die Lämmer so zu schlachten. Und dann haben wir keine Fleischschauer, was auch wieder ein Problem gibt. Für, wenn man sie vermarkten will, müssen wir da unbedingt können, fast wie ein offizielles Schlachthaus haben. Oder einmal irgendwie eine Gelegenheit bekommen, wie ein Fleischschauer. Sonst haben wir ein Problem. Der David Burgener ist Hotelier und hat selber rund 50 Sasermutter. Auch er ist der Meinung, dass man den Stellenwert von diesen Tieren selten steigert. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir die Tiere in den Mittelpunkt rücken. Das ist dieses Jahr auch passiert. Durch einen sehr traurigen Fall, wo man da 100 Schafe gestohlen hat. Durch das ist das Schaf sehr bekannt worden. Die Leute wissen, was das ist. Wenn die ins Saastal kommen und ich sage, ich gehe in den Stall oder ich gehe hier oder ich gehe da, sagen die, aber ich bin schon einer von denen. Ich bin, Gott sei Dank, hat es mich nicht geprägt. Aber sehr traurig, was da passiert ist. Und ich glaube sicher, dass man die sehr gut vermarkten kann. Nachfrage nach dem Sasermutter sind mit der Berichterstattung in nationalen Medien enorm gestiegen, sagt der David Burgener. Daraus könnte man Kapital schlagen. Also im Moment sind sehr grosse Arbeiten da von Pro Spezia Rara. Die Rasse ist sehr gefragt, nicht nur im Saastal, auch in der ganzen Schweiz. Es kommen Anfragen, man schaffen, ich könnte kaufen. Selbstverständlich sind wir zuerst einmal bereit, die Tiere, die Rasse zu erhalten, die Tiere nicht zur Verfügung stellen, die wir übrig haben. Und sicher auch das Fleisch, das man hier im Saastal könnte vermarkten. Gerade als Hotelier sind wir daran interessiert, seinen Gästen das Fleisch von seinen Tieren aufzutischen und die Gäste kulinarisch zu verwenden. Das ist sicher nicht so einfach, weil es gibt nicht so viel. Es ist auch eine Zusammenarbeit mit diesem Metzger, die wir anstreben. Es sind verschiedene Projekte, die laufen. Und so probieren wir das Fleisch auch als Spezialität vom Saastal zu vermarkten. Unser Saastal-Tourismus hat die Idee aufgegriffen und will im Gast die seltene einheimische Schafrasse näher bringen. Die Sasermutter sind ein Teil einer authentischen Erlebniswelt und gerade in diesem Zusammenhang müssen wir einen Gast abholen. Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, es ist eine Ressource vom Saastal. Also es ist sicherlich ein Glücksfall, so eine Rasse zu besitzen. Und es ist für uns sicherlich ein Vorteil und eine Möglichkeit, das noch besser zu vermarkten. Was für Mittelmöglichkeiten seht ihr denn? Also ich denke, dass es zum Beispiel möglich ist, bei der Gastronomie das einfach ins Angebot für die Gäste aufzunehmen. Und ich denke, viele Gäste suchen auch genau solche Geschichten, spezielle Rassen, spezielle Tierarten, die noch vor Ort vorhanden sind und die es sonst in anderen Regionen so nicht gibt. Heute David Burgener ist der Meinung, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Tiere in den Mann bzw. in die Freude zu bringen. Darum zählt ihr euch auf die Mithilfe der Tourismusorganisation und die Vermarktung besser ans Kurblu. Ich bin sehr froh, wenn man hier zusammenhaftig etwas machen könnte, weil ich glaube, das, was diesen Sommer passiert ist, hat die Sasermutter sicher sehr bekannt gemacht und auch das Saastal.
Und miteinander können wir da wahrscheinlich schon etwas erreichen. Aber nicht nur auf dem Teller, sondern euch als eigentliches Erlebnis will man die Schafe im Besucher zugänglich machen. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass man Wanderungen anbietet mit den Bauern zusammen, also nachher direkt das besichtigt auf der Weidefläche zum Beispiel, dass die Besonderheiten von der Rasse erklärt werden und solche Geschichten, denke ich, sollten da im Mittelpunkt sein. Und nachher sind natürlich auch Sachen denkbar, wie eine bestimmte Wolle zum Beispiel oder solche Geschichten und Maskottchen generell sicherlich auch doch. Wenn das Projekt in irgendeiner Form sollte umgesetzt werden, dann wäre Zoser Schäfer mehr von glücklich. Da hätte ich wieder einen richtigen Stolz. Wenn das jetzt mal zur Geltung kommt, jetzt mal eine Postkarte oder irgendeine Ansichtskarte, das ist wie Frieder Schäfer fragt auf Zoser Fee. Der ist in ganz Europa bekannt. Mit seiner Pastur, mit den Haaren und mit dem Lamm. Das wäre für uns eine flotte Sache. Und wir haben schon die erste, wir machen schon die erste Werbung. Wir haben gesehen, der Arzt hat gebrungen, das Foto, das wir hier oben einen Skier angeschlagen haben, wo der Philipp Ammann ist, präsentiert hat, so ein Bild. Das haben wir dank und ich hoffe, das wird schon kommen. Und darum setzen sich alle beteiligt durch Reisa ein, dass Zoser Mutte nicht verschwindet. So viel zum Thema Gesellschaft für den Moment. Ade miteinander.